zur Erholung gemacht. Das hat er gut gemacht. Jetzt ist er sensibilisiert. Dieses Gymnasium niemals in einer Lektion machen, das ist ein Missverständnis, das kann das Kind nicht nachvollziehen. So wie wir das gemacht haben, dieses, was wir da gemacht haben, hat ja nichts mit der Erde zu tun, außer dass das Kind aufpasst, dass es sensibilisiert ist und darauf achtet, was der Alter will. Das ist der Sinn und Zweck. Ein Pferd, das überfordert wird, ist tot und läuft nicht mehr. Es macht mechanische Bewegung, läuft auf seine Knochen. Dazu ist das Pferd in der Lage zu tun. Also die Muskelkraft vereint mit einem guten Kopf. Ich will, ist eigentlich das Geheimnis, ein schön ausgebildetes Pferd. Das war sehr gut, was Sie jetzt gemacht haben. Was habt ihr jetzt gemerkt? Richtig oder falsch? War richtig. Ja, aber der kann das auch. Ein Pferd ist nie zu alt, etwas zu lernen. Auch ein Reiter in Übungen, der ist nie zu alt, auch Reiten zu erlernen. Und man, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Das sind immer so glaube ich, Sprüche. Okay, jetzt werden wir ein bisschen Versammlung in der Galoppade haben, mal eine Gewerbearbeit machen. Da geschieht das Gleiche. Die Sensibilisierung des Pferdes auf feine Hilfen, einen größtmöglichen Effekt zu bekommen, Versammlung zu bekommen. Okay? Das wir machen jetzt aus der normalen Galoppademarkt die Pirouette. Ja? Ist das Prinzip der Pferde Passage verstanden? Nur nicht so oft. Der Chef muss da zugucken. Nur nicht so oft. Es muss nicht in jeder Reitstunde das üben werden. Nee? Das heißt, es sind ja Werte gesagt und dann ist das CST, das ist der Wort. So, jetzt nochmal in der Galoppade das Gleiche. So, jawohl, ist das denn lieber, ne? Macht er mehr aus dir heraus? Sehr gut, jawohl. Und jetzt gehen wir auf den Zirkel und versuchen aus der Galoppade ein hohes Versammlung zu bekommen. Ruhig dahin zu gehen. So, wir haben uns die Haltung etwas tiefer. Nicht zu viel stellen. Wenn ich ein Pferd zu viel stelle, nehme ich dem Pferd sofort das Gleichgewicht. Dann versucht er über die Balance hinter wieder hinzukommen und das kann zu, durch kann zu Irritationen führen. So, nochmal aufnehmen. Fast auf der Stelle galoppiert. Auch hier das bisschen Schnaps. Vorsichtig. Leicht die Gerte. Jetzt ist er der Pferd. Wie sieht auch die Gerte? So, vorsichtig. So, zurück. Die Zügelführung ist hin. Oh, gut. Okay. Tiefer einstellen, die Gerte. So. Und Schritt. Schritt. Diese Pirouettenarbeit verlangt ein Höchstmaß der Kraftanstrengung beim Pferd. Im Dreitakt. Dieser Dreitakt bei einer guten Pirouette ist ein Viertakt. Auch bewusst. Der muss ein Viertakt werden. Sonst kann diese Pirouette nicht geschehen. Wenn Sie sich das ansehen, die diagonalen Fußfolge in der Locke. In das Hinterbein aus dem Vorderbein. Ist diagonal. Das ist ein Takt. Dann der nächste Takt, das Hinterbein und das Vorderbein. Dann haben wir drei Takte. Wenn die Pirouette aber gemacht wird, das Pferd muss sich setzen und muss also dann auch wirklich bergauf gehen, dann kann das Pferd, wie so wie man kann, aus dem diagonalen Fußvolk und das Vorderbein später. Schauen wir uns das mal an. Machen wir das mal. Anschauen. So. Jetzt nehmen wir den gleich mal zurück. So. So. Okay. Dann setzen wir noch mal ein bisschen mehr zurück. So. Noch ein bisschen. Nicht so im Ansatz kann man sehen. Nicht, aber es ist so, der Bach, das hat er nicht noch im Dreieck hat. Aber das ist ja gut so. Und Herr Wechsel bleibt mal. So. Auch nicht in den Festhalten, geradeaus. So. Herr Wechsel. So. Ja, auch hier etwas die Sicherheit erstmal
haben das sehr recht aufgelegt. Jetzt kommt man mal das zurücknehmen in der Gabbard zu privaten Arbeit. So vorsichtig zurück, die man entstellt etwas, damit der Rücken arbeiten kann. In der Arbeit und zu erlernen ist es wichtig, dass der Rücken das Bewegungszentrum arbeiten kann. Jetzt verliert er sich so ein bisschen. Nicht? Jetzt haben die rumgeworfen, weil sie nämlich innen sitzen. Haben Sie es gesehen? So, jetzt machen wir das mal einen Schritt. Jetzt machen wir eine Übung, wenn Pferdepirouetten erlernen sollen. Die meisten Pferde unterspringen sich zu sehr, verlieren das Gleichgewicht darüber und versuchen nach vorne zu laufen. Was machen die weiter? Die pullen die Pferde zurück. Die ganze Geschichte beschädigt. Wir versammeln das Pferd genau, wie wir das vorhin mal gemacht haben, in der Pferde. Sensibilisieren das Pferd. Nicht zu viel, aber wir versuchen jetzt mal den Schritt zu verkürzen und aus dem verkürzten Schritt anzugaloppieren und dann das Angaloppieren beibehalten. Das heißt, wir machen das nicht schneller als der Schritt. Langsam, wir noch nicht weit. Ja, nein, Schritt. Haben Sie mich verstanden? Ich möchte, dass wieder da passiert vorbei. Deswegen erstmal klar denken, bevor man was macht. Den Schritt versammeln. Dann angeloppieren im Versammlungsschritt und im Schritttempo dann weiterreiten. Im Schritttempo weiterreiten und wenden dabei. Okay? So, ein bisschen schnalzen, zurücknehmen das Tempo, angeloppieren, so, jawohl, okay? Komm, so, angeloppieren, Schritt, Versammlung, so, langsam, so, okay, unser Körper hat den Ausschnitt. So, und jetzt wenden, nicht nach innen drücken. Gucken Sie mich an, aber nicht nach innen. Gut. Wieder klein, so klein. Jetzt nicht so viel arbeiten. Nicht verständlich. So. Okay, gut. Jawohl. Okay. Das ist schon gefälliger. Haben Sie gesehen. Warum passiert sowas? Schön. Warum passiert sowas? Das Pferd nimmt zu viel Last nach vorne und dann sehe ich, war also das Gleichgewicht geworden, müsste es auffangen mit einer weiteren ersetzenden Hinterhand. Das kommt dann, das Pferd kann die Sache nicht auffangen. Ist die Vorbereitung nicht gegeben, kann die Pirouette auch nicht gelingen. Immer auf die Hinterhand. Das gleiche Prinzip. Ja? Nicht klemmen mit dem Bein. Wenn er nicht mehr vorwärts geht, muss man alle Sensibilisierung wieder einsetzen lassen. So. So, jetzt aufhören. So, jetzt langsam. Und der Papier ganz schüttelt. So, langsam. So, der soll auf der Stelle das lernen. So, genau. Jawohl. So, nur klein. Und dann wendet die Hand. So, die Stelle. Gar nicht für die Arbeit. Was ist schön? Drückt die Gärte etwas an den. So, Gärte. Gut. Okay, gut. Und weg. So, genau. Und wieder schön. Es ist so ganz wichtig, dass wir dem Pferd eine tiefe Haltstellung geben, damit er den Rücken wölben kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe eine Stute zu Hause, die ist jetzt 19 Jahre alt. Die habe ich 5 Jahre bekommen. Und die ist durch eine Stute gegangen, als umgehendes Pferd, muss man sich vorstellen, den Piaffe Passage. Ein Bereiter, der in Österreich an der Hochschule da studiert. Und dieses Pferd hatte dann eine Stute, sich angewöhnt, den Vorderbein ganz nach vorne zu gehen, wenn es zu Piaffe ging. Und weg. Ab. Rücken weg und weg. Jetzt ging es also darum, nicht die Piaffe zu üben, sondern den Pferd in einer Versammlung, die den Rücken geben zu lassen. Zu wölben. Das hat dazu geführt, dass das Pferd heute eine Piaffe mit diesem Reiter heute eine Piaffe für eine 9 oder 10 macht. Eine junge Reiterin, die hat letzte Woche einen Konflikt mit den 19-Jährigen, die jetzt entwickelt von den Richtern an und vorher hat er wirklich Konflikt. Ich wurde doppelt gesehen. Aber es war wichtig, dass das Pferd in die Rücken geht. Sie sagt, es war ja toll, ich kann gar nicht mehr sitzen, so kommt der Rücken. Ja, aber der Rücken muss einfach da sein. Wenn Sie sich eigentlich die Federkraft in einem Jahr auch auf den Pirouetten vorstellen, die ein Pferd erzeugen muss, dann kann er so über einen Überspann gehen, trotz der Loslassenheit da. Richtig verstanden? Loslassenheit ist das Zauberwort, wo sich der Muskel zusammenziehen kann, wieder explosionsartig auch wieder lösen, wieder zusammenziehen kann. Das ist es.
kann ich Ihnen lassen, Sie jetzt in Ruhe. Wenn Sie mit einem Fehler anfangen zu arbeiten, dann greifen Sie die erste Fehlbestimmung Gottes für diesen Schritt und etwas eingehen, so dass Sie das Pferd beidseitig in Anrichtung gymnastizieren, wie jeder Sportler das mit seinem Körper tut. Ganz wichtig, warum? Einmal müssen Sie den Kopf des Pferdes vorbereiten auf die Arbeit, die auf ein Pferd zukommt. Zum anderen, die Knorpel, die in den Gelenken sind, sind die Schwämme. Und die müssen sich mit Flüssigkeit füllen. Die wirken dann wirklich, wenn sie zusammengedrückt werden, auseinandergehen, erst über einen längeren Zeitraum des Lösens. Wenn Sie das zu früh machen, wird der Knochen schädigt. Da stehen Sie in die Klinik, bezahlen viel Geld dafür, dass werden die Gelenkspülung gemacht, da wird die Hohlohnsäure reingespült, all diese Dinge. Das ist alles nicht notwendig, wenn wir uns Zeit geben mit einem Pferd. Die artgerechte und pferdgerechte Haltung eines Pferdes ist von höchster, allerhöchster Bedeutung. Die Zeit spielt da ein wichtiger Faktor. Nicht das junge Pferd, das jederzeit seine Leistung bereitet, ist das, was wir wollen, sondern wir wollen das ausgereifte Pferd, das in seinem Leben lang eine Anmut besitzt, wo wir Freude haben und das ein Leben lang ein Sport und Kamerad ist. Und deswegen möchte ich sagen, einmal richtig reiten reicht, wie wir das vorhin gehört haben, diese Einfachheit ist toll, aber einfach reiten reicht auch. Und deswegen möchte ich Ihnen zurufen heute Abend, ein Pferd ist nur ein Pferd. Und Reiter bleiben Sie immer ein Reiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören, besonders bedanke ich mich bei den Reitern. Und damit Ihre Pferde morgen wirklich Spaß an allem haben.